Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin Dennis oder ChrisVP. Wir sind immer noch auf Vault. Und wir reden mal mit Commander Hecht. Hallöchen. Es hat sich herumgesprochen, dass Sie in Ordnung sind. Ich werde das für mich selbst entscheiden, nachdem ich mit Aphra geredet habe. Oh, okay. Es hat sich herumgesprochen, dass Sie in Ordnung sind. Na dann nicht. Ich werde das für mich selbst entscheiden. Nachdem ich mit Aphra geredet habe. Ja, ich will nicht mit dir reden. Es hat sich herumgesprochen, dass Sie in Ordnung sind. So. Sind Sie bereit, zu der Kernrichtung aufzubrechen? Nachdem ich mit Aphra Los. Geredet habe. Geht's. Ja, warum nicht? Auf geht's. Verlieren wir keine Zeit. Sie können mich im Shuttle über alles informieren. Au, au. Waffe nicht ins Gesicht. Okay, alle einsteigen. Okay, nochmal eine echte Frage. Auf geht's. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht hingehen sollten. So, wechsle ich mal die Leute. Ja, komm. Ich will mal Cora mitnehmen. Und kann ich... Oh, Jarl muss mitkommen in dem Fall. Gut, dann nehmen wir Cora auf jeden Fall mit. Waffen, der Rest ist alles in Ordnung, würde ich so sagen. Auf geht's. Okay. Also, niemand hat je einen dieser Orte von innen gesehen. Wirklich? Niemand, der davon erzählen könnte. Kein Gefangener, der hineingebracht wurde, ist wieder zurückgekehrt. Sie sind die Verschwundenen. Das ist ja schrecklich. Niemand ist je entkommen? Wir haben schon Arbeitslager der Kett befreit, aber noch nie eine dieser Einrichtungen. Natürlich haben wir es versucht, aber es hat uns viele Kämpfer gekostet. Der Preis war zu hoch. Ich stelle mir gern vor, dass die Kett wichtige Angara von hier in ihren Heimatcluster bringen. Wie bitte? Als Sklaven? Ja, vermutlich. Der Tod ist besser. Oh. Ha, ein Leben als Sklave ist wie der Tod. Oder wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Behalten wir mal die Hoffnung. Jarl, wir dürfen nicht verzweifeln. Wir müssen weiter hoffen. Deshalb kämpfen sie. Deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir glücklich, Teil dieser Mission zu sein. Wir sind da. Lasst uns die Sache schnell durchziehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Na super. Sobald wir durch den Schild sind, gehen sie voran. Wir suchen Moshai Sefer. Und wir sollten alle vorsichtig sein, okay? Aber Pathfinder, niemand schließt sich dem Widerstand an, um vorsichtig zu sein. Viel Glück. Funken Sie mich an, wenn Sie abholbereit sind. Okay. Die haben uns auch auf jeden Fall gesehen. Bevor wir reingehen, Fähigkeiten. Ich glaube, Cora hat ein paar Punkte bekommen. 20. Von daher sollten wir ihr mal... Ups, das wollte ich nicht. Yep. Ich wollte erst mal gucken, was hier kommt. Schaden oder zurückschleudern? Ja, mehr Schaden ist gut. Und ein bisschen mehr Schaden mit ihrer Schrotflinte. Das können wir noch nicht freischalten, das ist auch okay so. Verstärkte Schilde klingt doch immer ganz gut. Größerer Effektradius, weil sie nicht immer direkt neben einem steht. Den einen Punkt, den muss sie halt behalten. Speichern können wir nicht. Ups. Keine Ahnung. Bleiben Sie in der Nähe und erregen Sie keine Aufmerksamkeit, solange es sich vermeiden lässt. Okay. Wir werden nicht damit rechnen, dass wir diesen Schild deaktivieren. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Unseren Informationen zufolge gibt es einen Systemknoten, den wir hacken können. Er ist an einem Interface-Punkt irgendwo in der Nähe. Skelf ist unsere beste Cat-Hackerin. Okay. Schade, jetzt wäre es irgendwo hier. Da ist es.
angaranisches Schilddeaktivierungsprogramm ausführen. Verstanden. Ich aktiviere meinen Prozessbeschleuniger. Bitte warten. Bitte warten. Bring mich vor unseren neuen Freunden bitte nicht in Verlegenheit. Ich habe eine kleine Lücke im Schild erzeugt. Groß genug. Ja. Kommen wir eigentlich hier durch? Es hat funktioniert. Oh. Wir sollten erst feiern, wenn wir wieder draußen sind. Sehr richtig. Also Team, Konzentration. Fettkreaturen nähern sich. Die mag ich am liebsten. Okay. Verdammte Pirscher. Okay. Sam, wenn wir aufbrechen, will ich alles über diesen Ort wissen. Verstanden, Pathfinder. Okay, gehen wir. Owen, Scalp, mir nach. Was haben wir denn hier? Ein Abluftkanal. Sehr brüchig. Klingt so, als könnte man da durch. Aber gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. Okay, hier ist noch so ein Teil. Wow. Bin ich wieder runtergerutscht. Yep. Okay. Stellen wir sicher, dass wir da auch gleich wieder rauskommen. Oh, die beiden oben wollen nicht. Oder? Nee. Okay. Sind wir auf jeden Fall nicht falsch. Und ich denke mal, ich kann nicht speichern. Das war irgendwie klar. Okay. Ein paar Behälter. Ein bisschen Zeug. Proteinschleimpanzerung. Okay. Dann wollen wir doch mal. Schön vorsichtig. Da hinten sind sie doch schon. Ah. Okay. Das ist anscheinend noch die Ecke gewesen. Siehst du das auch, Hecht? Ja, unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Okay. Ich bitte, dass wir diesen Kerl genau. Keine runden Ecken. Aus irgendeinem Grund. Pathfinder, Joel, das hier fühlt sich richtig gut an. Dreckige Kettbastarde. Okay. Die freuen sich, Kett zu töten. Owen, links! Das ist ja mal ein richtiger Kampf hier. Oh, Berufene. Wo ist er? Da ist er. Ups. Was ist los? Schön Können drauf. Nicht mithalten? Ich bin direkt hinter ihm. Geh rein da. Wo ist er? Da. Schon. Okay. Ich habe diese Orte so oft von außen angestarrt. Unglaublich, dass wir reingekommen sind. Was ist denn das da unten? Die Sachen unserer Leute sind hier. Verlassen. Den Gefangenen. Haben wir Zeit, um... Können wir uns einfach umsehen? Na, für den Moment glaube ich schon. Hey, Sessig! Such nach einer Cat-Konsole! Hack uns einen Weg ins Herz dieses Ortes! Mach ich! Was haben wir denn hier? Der Archon. Ha. Was? Empfangt eure Größe. Propaganda. Empfangt eure Größe. Verwandeln die Cat die Angara? So ähnlich wie die Reapers mit den Kollektoren gemacht haben? Kann nicht speichern. Ha. Okay, sammeln. Ich fürchte, spätestens jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Sie haben die größte Chance, Moschai Sepha zu finden. Wir greifen frontal an und sorgen für Ablenkung. Ganz sicher?
Das klingt ein bisschen nach Selbstmord. Wir sind zu allem bereit. Das ist der Haupteingang. Wir gehen da lang. Und treten die Vordertür ein. Ich hab doch Plot Armor. Kontakt. Ich sollte vorgehen. Und viel Glück. Na gut. Wie sie eben wollen. Können Sie genug Unruhe stiften, um die Cat von uns abzulenken? Ja, Behälter. Auf jeden Fall. Ah. Pathfinder. Das Programm, mit dem ich den Schild durchbrochen habe, könnte ihn offenbar auch überladen und diese Einrichtung zerstören. Der Impuls hätte allerdings tödliche Auswirkungen auf die angaranische Physiologie. Das ist nicht gerade ideal. Nein, definitiv Solange nicht. Solange es noch andere Optionen gibt, sollten wir diesen Plan besser zurückstellen. Ja. Wow, Sam, was ist ein das? Ein Fenster. Ein Dekontaminationsprotokoll. Oh. Die Kammer wird sich erst öffnen, wenn es abgeschlossen ist. Wir sind okay. Also gefangen. Ich hasse das. Wird vermerkt. Können wir das Fenster einschlagen? Nein. Die Versiegelung ist undurchdringlich. Wow. Wofür brauchen die eine Dekontamination? Gute Frage. Ist es vielleicht ein Labor? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt wissen will. Es ist höchstwahrscheinlich eine Forschungseinrichtung. Okay, schnell raus hier. Pathfinder, bitte kommen. Ja. Wie sieht's aus? Wir wurden noch nicht entdeckt, aber wir können von unserem Versteck aus einige unserer Leute sehen. Wir sind offenbar in einem Bereich nur für Cat. Noch keine Spur von der Moschei. Verstanden. Wir beraten gerade über unseren nächsten Schritt. Wir melden uns wieder. Sicherstellen, dass es schnell tot ist. Nicht, dass es noch Alarm auslöst. Das Pirschervieh. Geht's auch weiter. Oh. Ich könnte mich irren, aber für mich sieht das wie ein Klassenzimmer aus. Ja, und eines ist offenbar überall gleich. Die ganze Klasse blickt nach vorne. Was ist das da an der Wand? Keine Ahnung. Eine Stase-Kapsel? Ein Stase-Kapsel-Verbund? Vielleicht schicken sie die Angara ja tatsächlich zu sich nach Hause. Ja, vielleicht. Ganz viele Datenpads. Ausgewählte Bestien von Helios? Der Pirscher. Aufklärungsdaten vor der Ankunft hatten das heimische Kalyrion? Wahrscheinlich. Als erste Spezies identifiziert, die für den Aufstieg berücksichtigt. Ungenau alt benutzt. Ungenau alt. Benutzt, ergriffen, ausgetauscht? Werden sollte. Bei der Ankunft in Helios wurde eine Anlage errichtet. Und der lange Weg zur Harmonisierung mit der Cat-Genetik begann. Also wahrscheinlich genau wirklich das, was ich denke. Sie ändern ihre Genetik. Fähigkeit zur Tarnung, abgeglichen mit der Genetik der ungenau unbekannte Referenz, die von der Cat-Heimatwelt mitgebracht wurde. Aufzustellende Hypothese, Umfang der für einen vollen Erfolg erforderlichen Harmonisierung. Fragezeichen, mehr Cat-Waffen. Noch ein Datenpad. Reinigung, Aufnahme oder Erweckung. Welcher dieser Schritte ist für die Erwählten der wichtigste? Welcher ist für den Archon der wichtigste? Für alle Cat? Für sie? An welchem Punkt haben sie ihre Pflicht erfüllt? Schmerz ist der Beweis für Harmonie. Ist das wahr? Begründen sie ihre Antwort. Das war also, ist also wirklich ein Test. Ein Klassenzimmer und das ist ein Test. Ha. Komisch, komisch. Ich bin mir nicht sicher, was diese Stase-Kammern bedeuten. Ich bin mir daran sicher, dass ich hier erstmal mir alles angucke. Da geht's nicht durch. Aber hier geht's nochmal weiter. Wo sind die nur alle? Okay. Bleiben wir wachsam. Gemütlich. Hier schlafen sie alle. Wie in einer Art Kommune? Was meinen Sie, John? Wollen wir hier alles auf den Kopf stellen? Was auch immer das bedeutet, es klingt nicht radikal genug.